Warum sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Warum fahren wir nach Schweden? Auf diesen 1600 Kilometern kann halt eine ganze Menge passieren. Wir werden trockene Straßen haben, wir werden vielleicht Regen haben, wir werden staubige Straßen haben. Hoffentlich werden wir auch verschneite Straßen haben und werden darüber Erfahrungen sammeln können, was passiert mit unserem Mikrofon, wenn hier jetzt Dreck rankommt. Hi, ich bin Moritz, ich bin der Projektleiter für das hörende Auto hier am Fraunhofer IDMT in Oldenburg und ich beschäftige mich mit allem, was das Auto braucht, um hören zu können, damit wir eine Art Umfelderfassung am Auto machen können. Hi, mein Name ist Eike und ich bin Softwareentwickler und Data Scientist hier am Fraunhofer IDMT und kümmere mich darum, dass wir mit dem T5 Daten aufzeichnen können und ich verwalte die Daten im Nachhinein und kümmere mich darum, dass wir die Daten auswerten können, Analysen drauf machen können und später auch unsere Systeme mit den Daten testen und auch trainieren können. Hi, ich bin Leona. Und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation und werde die ganze Reise, zumindest bis nach Sundsvall, mit der Kamera begleiten. Das Projekt, mit dem wir diese ganzen Herausforderungen hier angehen und überprüfen, uns den Fragen stellen, heißt KI for Bordnet. Carriot macht die Konsortialführung in KI for Bordnet. Ich bin Hagen von der Carriot. Ich bin Product Owner für Exterior Acoustic Perception und darf von Seiten Carriot das sehr spannende Thema Außenmikrofone und Straßenzustandssensorik begleiten, das wir auch mit in das Förderprojekt KI for Bordnet einspielen. Dort kümmern wir uns um das Thema Datensammlung, Datenerhebung und zur Verfügung stellen der Daten für den Rest vom Konsortium. KI for Bordnet beschäftigt sich mit dem Bordnetz der Zukunft, also wie ist ein Fahrzeug elektrotechnisch in der Zukunft aufgebaut. Und wir kommen jetzt mit dem Mikrofon daher und bringen quasi einen neuen Sensor mit ins Feld. Wir haben noch zwei Fahrzeuge mehr dabei und diese Fahrzeuge sind uns von unserem Projektpartner in KI for Bordnet, der Carriot, zur Verfügung gestellt worden. Mit dem machen wir unsere Messung ebenfalls. Euch einmal kurz unser Messsystem vorstellen. Das zeichnet die GPS, die Mikrofon und die Fahrzeugdaten gleichzeitig auf und der Fahrer hat außerdem die Möglichkeiten über einen Touchbildschirm Wetter und Straßenkonditionen zu bestimmen. Wir planen tatsächlich Erprobungen auch in wärmeren Regionen Europas, unter anderem Portugal. Da sind wir in ein paar Monaten. Da geht es dann vor allem darum, verformen sich die Mikrofone und die Halter der Mikrofone irgendwie durch extreme Hitze. Verschlechtert sich irgendwie der Zustand? Kann man das hören? Und wenn, wie schlimm ist die Verschlechterung? Können wir das irgendwie quantifizieren und dadurch auch messbar machen für uns? Wir haben 6.39 Uhr morgens in der Früh. Wir haben gestern die anderen noch getroffen, die per Bahn oder auch per Auto hochgefahren sind nach Hamburg. Und jetzt geht's zum Fährhafen und dann rüber nach Dänemark. Ja, wir haben jetzt hier einen unserer ersten Ladestops auf unserer Strecke tatsächlich und wir werden jetzt einmal gucken, wie unsere Mikrofone denn aussehen. Haben wir da schon irgendwie Dreck mit am Mikrofon dran? Macht das schon akustischen Einfluss? Das schauen wir mal. Gleich sweept es. Diese Sweep-Messung können wir nachher dann am Schreibtisch wieder auswerten und gucken, ob sich was verändert hat oder nicht. So, Eike, haben es geschafft. Ja. Sind an der ersten Tagesetappe angekommen, Lindköping. Mega easy, Straßen waren frei, Autos haben durchgehalten. Wetter war top, mehr geht nicht. Könnte kälter sein, eigentlich haben wir Schnee zu der Jahreszeit, dieses Jahr irgendwie nicht. Aber naja,
Akustik macht auch mit. Die Daten sind fleißig geschrieben. Wir sind zufrieden. Der Tag kann so weitergehen und wir hoffen, dass es morgen auch so bleibt. Vielleicht wird es weiß morgen. Ja, mal gucken wir mal. Morgen geht es dann weiter Richtung Sundsvall. Aber heute war die längste Etappe. Wir waren jetzt gute 8 Stunden im Auto. Einmal durch Dänemark, einmal durch Schweden. Bevor wir unser heutiges Etappenziel Sundsvall erreichen, machen wir jetzt gleich nochmal Halt in Sigtuna. Die Stadt gilt als die älteste Stadt Schwedens. So, die Frage war, was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Daten und den Erkenntnissen, die wir hier jetzt auf unserem Roadtrip und auf den Messungen, die wir noch machen wollen, anstellen? Die erste Stelle ist, ich habe über die Messtechnik gesprochen, die müssen wir natürlich testen. Wir wollen sehen, wie performt die jetzt. Gibt es Ausfälle? Müssen wir irgendwas noch anpassen? Ist was von der Usability nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Dann haben wir ja die Ergebnisse abzuschätzen. Wie performen unsere Mikrofone an den Fahrzeugen? Gibt es wirklich Verschmutzungsartefakte? Und das müssen wir natürlich auch irgendwie auswerten. Also irgendwie uns auch eine Auswertroutine aufbauen, die nachher die Bewertung macht. Klingt das Mikrofon noch so, wie es soll? Oder müssen wir uns da noch irgendwo über ein neues Öffnungskonzept zum Beispiel, ein Reinigungskonzept, vielleicht auch ein Thermoelement unterhalten, was dafür sorgt, dass das Mikrofon enteist wird? Und nicht zuletzt, wir fahren da ja auch hin, um mit unserem T5 ein bisschen Krach zu machen und Sirensignale aufzuzeichnen. Und auch die müssen wir natürlich wieder in Relation zu den Fahrzeugen setzen, die mit dem Mikrofon unterwegs sind und werten dann aus, wie groß sind Hörreichweiten, wie performen auch da die Mikrofone im Schnee? Wie ist die Dämpfung im Schnee? All das sind Sachen, die wir untersuchen möchten. Es bietet sich natürlich an, nicht nur ein Thema mit auf eine Erprobung zu nehmen, sondern Synergieerprobungen zu machen. Dort kommt unter anderem auch die Thematik mit dem Messesensor her. Das wird ja auch von uns in die KI4Bordnet-Welt eingespielt, der Road Condition Sensor. Am Ende geht es da ja um die Intelligenz im Bordnetz von unterschiedlichen Fahrzeugarchitekturen. Geschafft! Da sind wir. Die Autos sind schön dreckig geworden. Autos sind schön dreckig. Das wird spannend, wie da die Akustik gelitten hat. Wir hoffen, euch hat der kleine Einblick gefallen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut.